Hey, ich bin Joey. Willkommen zurück zu The Payne's Creek Killings. In der letzten Folge haben wir das Geheimversteck von Scott entdeckt und herausgefunden, was er alles weiß und was wir schon vermutet hatten. Und jetzt wissen wir es. Und wir haben eine Menge neue Schlüssel bekommen. Unter anderem Schlüssel zur Kanalisation von Payne's Creek. Und wir haben aber auch einen Schlüssel zu einer Spieluhr. Und ich glaube, es ist die Spieluhr in Trishas Zimmer. Und mal sehen, was wir sonst noch so alles rausfinden werden. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und flitzen jetzt mal wieder ganz schnell zum Anwesen. Ich hoffe, ich finde es wieder. Ich glaube, hier können wir auch her. Und wir haben, glaube ich, sonst alle Häuser durch, zu denen wir zumindest bisher Schlüssel haben. So. Sorry, we are closed. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Laden war. Das ist die Post, oder? Nee, die Post war da. Gut, das heißt, zum Anwesen geht's, glaube ich, da lang. Ja, ich kenne die Karte immer noch nicht komplett auswendig, aber ja, vielleicht lernen wir das noch so mehr oder weniger. Ich glaube, hier ging irgendwo eine Treppe hoch. Entweder da oder da. Da oder da. Oder unten. Nee, da ging es nur zum Krankenhaus. Da wollen wir auch noch hin, zum Krankenhaus. Das machen wir aber erst, wenn ich hier nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Vielleicht... Ah ja, hier ging es so. Vielleicht erleben wir ja auch irgendein Schlüsselgeheimnis. Aber so, bisher sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Deswegen denke ich mal, kommen wir hier jetzt auch wieder ganz gut durch. Und betreten jetzt das Anwesen mal wieder. Denn ich glaube, das Geheimnis oder weitere Geheimnisse liegen noch im Anwesen. Und genau, Krankenhaus, Friedhof. Wir brauchen irgendwann natürlich eine Schaufel, um das Geheimnis von Vivian zu lüften, das irgendwie mit ihr begraben liegt, scheinbar, wie wir schon rausgefunden haben. Na, wir sehen mal. Wir werden mal sehen. So, Trishas Zimmer war oben. Neben dem Balkon. Das müsste das hier gewesen sein. Und genau, da brauchen wir das. Ah ja, und neue Informationen, unter anderem ein Brief. Liebe Trisha, seitdem ich von meinen leiblichen Eltern weiß, habe ich das Gefühl, als ob ein riesiger Schleier von meinen Augen genommen wurde. Ich verstehe jetzt, warum Pater Matthew dagegen war, dass wir uns treffen. Er hatte recht, wir sollten nicht zusammen sein. Bitte glaub mir, wenn ich dir sage, dass ich deine Mutter nicht umgebracht habe. Ich habe dich niemals angelogen und werde das auch niemals tun. Ich weiß nicht, wer Vivian getötet hat. Hoffentlich kommt die Wahrheit eines Tages ans Licht. Es gibt so vieles, was ich dir sagen möchte, aber momentan nicht kann. Ich bete, dass der Tag, an dem ich alles erklären kann, schnell kommt. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, dass es mir leid tut, dir so viel Schmerz verursacht zu haben. Bitte verzeih mir. Ergebens Scott. Wir haben den Brief aufgenommen, aber... Toll, das ist alles... Das ist alles. Aber warum hatte Scott ihr, warum hatte Scott denn ihren Schlüssel? So, da waren wir auch schon drin. Genau, das haben wir gesehen. Okay. Und sonst haben wir, glaube ich, nichts, was wir irgendwie öffnen können. Ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Wir haben immer noch ein paar Sachen offen. Wir haben immer noch ein paar Sachen offen. Zum Beispiel den Code im Safe. Also den Safe-Code müssen wir irgendwie noch knacken. Und wir müssen noch den Code knacken für den Schreibtisch. Ich glaube, das haben wir hier noch offen, ne? Ich überlege gerade, wer diese alte Frau ist. Ob das möglicherweise die Mutter ist. Seine Mutter hat ihm ja viel bedeutet. Er hat ja geschrieben, dass er auch jedes Jahr immer noch zum Grab fährt. Vielleicht ist es das Geburts- oder Todesjahr der Mutter. Und das könnten wir am Friedhof rausfinden. Wo war denn das Ding nochmal? Wo war das Arbeitszimmer? Nein, die Galerie suche ich, ne? Ich muss nochmal gucken, ob das möglicherweise... Ich renne hier wie so ein Affe durch die Gegend. Ob das möglicherweise seine Mutter war, denn... Das ist ja auch alles Kunstwerke, ne? Denn ich kenne diese Frau nicht. Vielleicht ist auch ein ganz berühmtes Bild oder so.
Ich würde sagen, pass auf, haben wir noch Fotos von den Gräbern? Ich habe nur die, warte mal, hier. Hier haben wir noch die Beweisfotos. Ansehen. So, Wanda ist das Hausmädchen, wo ist die Mutter? Magdalene, sie kann es nicht sein, sie hat versucht, Sophia zu finden. Nee, das ist aber nicht die Mutter. Wie hieß denn nochmal die Mutter? Die Mutter von Charles. Alter Kanaleingang. Ah, da können wir mal gucken. Derek und Wandas Haus. Da haben wir keinen Schlüssel für wahrscheinlich. Ich schätze, wir müssen auf den Friedhof zurück. Genau, und diesen Joshua haben wir auch noch. Guck mich nicht alle so an. Vor allem du. Okay. Gehen wir mal nochmal zurück auf den Friedhof. Denn hier haben wir alles erledigt. Ich will nochmal gucken, dass wir die Daten der Toten nochmal aufnehmen. Denn möglicherweise könnte das ein Schlüssel zu irgendwas sein. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ansonsten würde ich sagen Kanäle oder Krankenhaus. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ich glaube, wir gucken mal bei den Kanälen vorbei. Ich glaube, ich habe sogar eine Map der Kanäle. Obwohl, warte mal, wir kommen. Die Kanäle waren ja alle verbunden mit den Häusern. So sah es zumindest auf der Karte aus. Ich muss mir eben überlegen, wie wir jetzt am schnellsten zur Kirche kommen. Ich glaube, hierher. Mal, wenn wir mal in die Map gucken. Anwesen, Paint Street, Karte, Kanäle. Genau, die Kanäle sind alle irgendwie Eingang, alte Kanalisation. Okay. Kanäle wäre schon interessant, ne? Wäre schon interessant. Ich glaube, wir gucken uns da mal die Kanäle an. Als nächstes. Und apropos Kanal. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr das natürlich machen, ne? Damit ich weiterhin so spannende Videos machen kann. Wie von diesem Spiel. Hat sich das Auto schon geknackt? Ja, hat sich schon. Können wir eigentlich Handschuhfächer aufmachen? Aufschließen. Ach, das ist abge... Ach, guck mal. Ah, Handschuhfächer. Ist mir gerade so irgendwie eingefallen. Warte mal, können wir denn... Ich will mal eben hier gucken. Hat das auch ein Handschuhfach? Es gibt ja drei Autos in diesem Dorf. Abgeschlossen. Da ist eine blutige Hand drauf. Okay, wir brauchen einen Autoschlüssel. Aber da steckt keiner. Okay, vielleicht bekommen wir den später noch. Ist ein guter Hinweis. Guter Hinweis, Shaui. Wenn man sich selber loben kann, ist immer gut, ne? So, Kirche. Wenn die Kirche nicht zu mir kommt, dann muss ich eben zur Kirche kommen. Aber nee, Quatsch. Nicht Kirche, sondern Friedhof. Da ist auch noch, genau, da war das dritte Auto. Vom Friedhof. Ist auch abgeschlossen. Frechheit. Alles abgeschlossen hier. So, warte mal. Wir hatten doch einen Schlüssel hierfür, oder? Hatten wir dafür nicht auch einen Schlüssel? Neben der alten Karte der Abwasserkanäle in Scotts Hütte gefunden. Das funktioniert nicht. Okay, das war nicht der Schlüssel. Ein alter Torschlüssel des Anwesens. Ein Torschlüssel des Anwesens. Okay, vielleicht kommen wir damit durch die Kanäle zum Keller. Timothy Sanders. Ich weiß gar nicht mehr, wer Timothy Sanders war. Andrew Reed. War der Vater von Scott. Der Leibliche. Timothy Sanders. Christopher Burke. Here lies a man whose wisdom flowed from the rivers. Henry Johnson. Wanda Tyler. Ich habe echt die Namen alle nicht mehr drauf. Magdalene Roberts. So, genau. Magdalene. Die habe ich gesucht. 1917 bis 1975. Okay. Das werde ich mal ausprobieren. Ich werde mal zur Sicherheit Fotos von allem hier machen.
Alles, was irgendwie wichtig ist. Werde ich jetzt fotografieren, da kann man aber das Geburtsjahr nicht lesen. 95 ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Timothy Sanders. Christopher Bird. Das. Gary Roberts, hatte ich den schon? Wahrscheinlich nicht. Henry Johnson. Einfach nur, was wir die Daten haben, weißt du? Wanda Tyler. Sarah Goldberg. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Noch eine Trisha Roberts. Ach, Trisha, genau. We will always cherish and remember you. Ian Goldberg. Beloved husband. Vivian Roberts. Those we love will never go away. Susan Whitman. Ich weiß nicht, wofür ich das brauchen könnte. Aber ich mache jetzt alle. Jesse Alec, Melissa Young. Devoted Wife ist ja immer gut. Dann haben wir noch die zwei. Philip Young. Ist zumindest nicht Young gestorben. Was? Debbie Williams with me in Paradise. Calvin Bennett. Genau, das war der Priester. Und da wissen wir jetzt, das Grab ist ja von der Mutter. So, auf die Sachen. Huch. Ah. Von der Mutter von Scott. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Fotos gemacht hier. Von allen Grabsteinen. Wenn wir also Daten brauchen, dann ist das kein Problem. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anwesen. Wir haben ja auch noch einen Schlüssel für den Tor, aber ich glaube nicht, dass da ein Tor war. Ich vermute, das ist ein Tor, was wir irgendwie über die Kanalisation erreichen. Irgendwie. Ist so meine Vermutung. Und dann, wenn wir das gemacht haben, suchen wir mal den Eingang der Kanalisation. Und machen ein bisschen Kanalverkehr. So quer, hin und her und nach vorne und nach hinten. Ihr wisst schon. Und müssen natürlich den Eingang zur Kanalisation finden. Und hier brauchen wir auch noch ein Werkzeug, um da dran zu kommen. Da, wahrscheinlich Schrauben. Ich brauche etwas um die Bolzen. Genau, wir brauchen die Bolzen rausschrauben. Und da war auch was in dem Haus von dem Butler. Der hatte was unter so Dielen versteckt. Da konnte man auch Bolzen rausschrauben. Deswegen, sobald wir irgendwie ein Bolzen-Rausschraubgerät haben, vielleicht finden wir eins im Krankenhaus, wer weiß. Dann sollten wir das auf jeden Fall nutzen. So. Was wollte ich nochmal hier? Gucken, ob da ein Schlüssel ist. Nee, aber auch den Safe überprüfen. Ha, das werden wieder so längere Folgen, wo man nichts erreicht irgendwie. Aber zumindest kann ich da gut meine Gedankengänge euch mitteilen und hoffe, dass ihr das auch so seht. Vielleicht seht ihr es auch anders. Vielleicht kennt ihr das Spiel auch schon. Und ich benehme mich hier wie der letzte Dussel. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, wir schreiten gut voran und so. So, in die Galerie. Die war. Da hinten irgendwo. Hier? Nein, hier. Das ist ein komisches Haus irgendwie. Komisch verwinkelt. Sind das alles Vorfahren? So, nochmal versuchen. Ach so, wir haben keinen Geburtstag. 1, 2, 3, 4. 1917, 1905. Ja, dann ist es das wohl nicht. Was könnte ihm noch wichtig sein? Vielleicht der Geburtstag seiner Tochter. Geburtstag seiner Tochter. Möglicherweise. Andrew, welche Susie, Pamela, Ian, Trisha. 74 bis 95. Trisha. Ian. Ja gut, dann weiß ich es doch nicht. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch ein Tor finden draußen. Garagentor höchstens. Und dann gehen wir in die Kanalisation. Sind raus hier. Hier. War hier denn noch irgendwas, was wir aufschließen konnten? Ich glaube schon, ne?
irgendwie so ein Schrank oder so. Schreibtisch. Das haben wir schon gelesen. Da war es drin. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war auch nichts. Okay, haben wir hier... Da ist ein... Na, das war das Haupttor im Garten. Ich guck trotzdem mal. Ich frage mich, warum die Weinkiste da steht. Das Fußabdrücke. Gibt das alles irgendwie Sinn? Na, hier war nur das, die Gartenhütte. Da war auch nicht viel drin, ne? Da ist ein Tor. Ja, natürlich. Ein Eisentor. Da können wir rein. Das muss es dann sein. Jawohl. Oh. War die da gerade wieder? Ich hab's nicht gesehen. Okay, wo kommen wir hin? Hinter das Anwesen. Eine Jagd. Die Jagdhütte. Geheime Jagdhütte? Irgendwas hinter dem Anwesen. Ein Brunnen. Okay. Trail closed. Do not enter. Hier ist ein Brunnen. Kommen wir hier vielleicht auch über die in die Kanalisation? Kann natürlich auch sein. Benutzen. Hä? So, ich bin nochmal hoch, weil ich dachte, ich guck nochmal. Nicht, dass es dann irgendwie guckt. So, klettern wir runter. Der Brunnen, du weißt schon welcher. Vielleicht ist es auch der. Es gibt also zwei Brunnen. Errungenschaft freigeschaltet. Hier liegt sie. Ein Code. 0526. Vivians Kette? Gefunden am Grund des Brunnens. Etwas in die Rückseite geätzt. 0526. Vielleicht ist das der Code für den Schreibtisch. Wessen Kette ist das? Komm zum Brunnen, du weißt welche. Mag das gar nicht. Wir sollten nur die Kette finden. Ich weiß nicht mehr, welchen Text wir gelesen haben. Irgendwo stand, komm zum Brunnen, du weißt schon welchen. Hier kommt man auch nicht her, ne? Hä? Falscher Weg. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Okay. Okay, welcher Code könnte es sein? Wo haben wir noch einen Code? Wo haben wir noch einen Code? Irgendwo gab es sicherlich noch einen Schreibtisch oder sowas. In der Villa, wo wir diesen Code ausprobieren mussten. Könnten. Warte mal, wessen Kette ist das? Untersuchen, das muss die Familie sein. Vielleicht dachte, wir hätten da vielleicht irgendeinen Hinweis. Haben wir denn... Warte mal, hier. Gibt
Ist hier noch ein Code? Hier gab es noch eine Tür auf jeden Fall. Abgeschlossen. Aber da kommen wir auch nicht weiter rein. Hier gab es noch irgendwo. Ist hier noch irgendwo ein Code? Hier haben wir schon alles gelöst, ne? Geöffnet, gelöst, ausprobiert. Und führten die Tür hier hin? Das ist wohl der Geheimraum. Da geht's da hoch. Galerie. So. Aufschließen. Ja, da brauchen wir definitiv mehr für. Vielleicht ist ja Schreibtischcode, aber warum soll es der Schreibtischcode sein? Ich meine, in irgendeinem Raum gab es noch einen Zahlencode, Schreibtisch, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nicht mehr wo. Hier nicht. Hier nicht. Nee, hier nicht. Hier gab es, glaube ich. Nee. Gab es hier noch einen? Da war zumindest kein Code. Mir fällt jetzt eigentlich nur noch... Was war der Brief? Hier war auch kein Code nirgendwo, ne? Na, die Tür war zu. Wir haben alles schon gelöst. Kann eigentlich nur unten sein. Aber ich dachte, das wäre hier King und sowas alles. Ich weiß es nicht. Wo könnte hier noch ein Code sein? Das muss doch was hiermit zu tun haben. Ich gehe mal ins Arbeitszimmer. Warte mal, hier noch zu. Hier gab es auch keinen Code. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn die in den Zimmern der Bediensteten irgendwie ein Code wäre. Ist auch zu geschlossen. Okay. Kommen wir doch nicht so schnell weiter, wie ich dachte. So, das kann es nicht sein. Hier gab es nichts mehr. Können wir eigentlich nur mal noch mal ins Arbeitszimmer gehen und da versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Code war. Da kam er eh nicht mal rein. So, Arbeitszimmer war was? Wo war denn das Arbeitszimmer? Ich wieder, ey. Da. Und hier? Gibt es hier noch irgendwas mit Codes? Ich glaube nicht. Sonst alles durchsucht. Ist nur noch das hier, ne? Also, wie war das? Schreiben wir mal auf. Ansehen. 0526. Kette. Ich hab's mir gedacht. Okay, vielleicht ist es was für was anderes. Vielleicht ist es auch irgendwas im Krankenhaus. Wie gesagt, da waren wir ja noch gar nicht. Vivian steckt ja irgendwie mit drin. In diesem Krankenhausgedöns. Aber hier gibt's, denke ich mal, dann nichts mehr soweit. Erstmal. Gehen wir mal zurück, suchen die Kanäle. Das ist alles, was wir jetzt noch tun können hier. Könnten ja auch gar nicht so weit weg sein, wenn ich mich erinnere. Wir gucken gleich mal, wenn wir draußen sind. Und raus. Hm.
Ich schaue nur jetzt, ich müsste wieder alle Briefe durchkämmen, um zu wissen, welchen Brunnen sie meinten. So, Map. Kanäle. Eingang, Kanalisation. Eingang. Eingang, Kanalisation. Hatte ich es nicht noch auf dem Foto gespeichert? Da war es, glaube ich, besser markiert. Alter Kanaleingang. Irgendwo bei der Black Pine Road. Das müsste dann hier sein. Das war die Black Pine Road, glaube ich. Hier. Hier? War das die Black Pine Road? Black Pine Road. Okay, da kommen wir aber zum Town Center. Da muss es weiter hier oben sein. Alter Kanaleingang. Hier vielleicht. Da ist ein Haus. Black Pine Road. So ein kleiner Weg da reinführt. Kanaleingang. Warte mal, das ist doch dieser kleine Weg hier. Hier muss es irgendwo einen Kanaleingang geben. Irgendwo hier. Oder hier unten. Nee, warte mal. Zum Krankenhaus. Das ist eine andere Straße. Eingang, alte Kanalisation. Das ist, wenn man diesen Weg hier runter geht. Zum Marple Drive. Zum Silver Lake Boulevard. Zum Bauernmarkt. Ah, scheiß drauf. Komm, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal ins Krankenhaus. Da werden wir sicherlich auch noch genug finden. Möglicherweise. Wer weiß, was sich da noch auftut. Über den Arzt haben wir ja noch gar nichts rausgefunden. Aber er hängt ja auch irgendwie mit dieser Stiftung zusammen. Mal sehen. Automatisch speichern. Das Payne Street Community Hospital. Haupteingang, okay. Haupteingang. Hier ist zu, ne? Keine Chance, daher zu gehen. Wir schnüffeln erstmal im Müll rum. Vielleicht wollte hier jemand was entsorgen. Ah, so denke nur ich wieder. Da kommen wir auch nicht rein. Wir kommen nur in den Haupteingang rein. Ich hoffe, wir kommen da rein und brauchen nicht einen Schlüssel oder so. Oh! Wer ist denn da gestorben? Aha. Das ist ja krass. Wer ist denn da gestorben? Wer wurde hier ermordet? Okay, wir kommen rein. Taschenlampe haben wir. Brauchen wir nicht. Rezeption. Mal sehen, was wir hier so finden. Kann man nicht lesen, kann ich lesen. Nichts auf dem Anrufbeantworter. Kleine Zettelchen. Was ist das? Wenn Pater Matthew seinen Schlüssel vergisst, leg ihn unter den Blumentopf neben der Kirche. Ja, das wissen wir ja schon. Ansonsten können wir hier nichts... Ah, Gästebuch. Payne Street Hospital Besucher.
Am 30.09., am 3.10. bis zum 20.11. bis zum 27. Jason Malone, Laura Carpier, Jan Miller, Jake Fry, Hollander Jarris, Matthew Brooks. Wer denn mal Matthew Brooks nochmal? Hat Trisha Roberts besucht. Ah, die ist doch auch gestorben. Sie war im Krankenhaus. Matthew Brooks war der Sohn des, war der Chauffeur. Der Chauffeur war das. Ja. Matthew Brooks hat nochmal Trisha besucht. Okay. Aber ich dachte, es wäre ein Altersheim gewesen. Notfallcenter und Schwesternraum. Da geht's hoch. Toiletten! Natürlich gucke ich auf der Toilette. Ja, keine Pillen auf dem Klo. Ist Gemischtoilette hier, hä? Ist für beide. Unisex. Ist gut. Abgeschlossen. Können wir scheinbar auch nicht aufschließen, es gibt keinen Schlüssel. Ist die Küche. Raum 102. Können wir es irgendwie zur Seite schieben? Scheinbar nicht.